Hey Leute, seid gegrüßt zurück zu Kirby und das vergessene Land auf der Suche nach den vergessenen Prozenten. Wir sind bei 96%. Es fehlt nicht mehr viel. Und da ist sicher, es kann sich eigentlich bloß um das Turnier handeln und um die Figuren, die ich halt durch diverse Käufe irgendwann mal kriegen sollte, dürfte halt nicht mehr viel fehlen. Aber es dürfte auch, ja, wer dürfte es halt einfach nicht sein. So, komm, wir kaufen jetzt mal einfach immer das Billigste. Wann ist denn mal hier Autostopfer? Ja, bitte. Ich hab nicht mehr so viel Geld. Ich hab nicht wieder offscreen, natürlich habe ich offscreen wieder richtig viel reingeballert. Und habe jetzt auch sämtliche Figuren auch aus dem vierten Automaten. Okay, dann gebe ich dir was hier, ne? So, komm, ich esse jetzt einfach. So. Wie lange dauert denn das? Ich weiß, es stand ja da, dass ich wirklich viel kaufen muss, ne? Viel. Eine Autostopfer-Torte? Bitteschön. Zaubert er einfach so her. Zum Mitnehmen, bitte. Dankeschön. So, Mann. Okay. Ich sag mal, wie lange muss ich denn noch hier holen? Hallo? Willkommen, Servicekraft. Dann gebe ich mir mal einen Hamburger, der ist ja genauso günstig. So, kaufen. Ich glaube, ich würde den immer gerne mitnehmen, weil ich habe Angst, wenn ich denn da oben bin, dass der sonst nichts sagt. Nach dem Motto, oh, danke, Kirby, du bist der beste Kunde. Oh, hey, Kirby, ich habe hier noch was für dich. Guck mal. Dann guck mal, Ding, da staunst du was. Eine besondere Figur. Die bekommen nur unsere teuersten Kunden-Hoshis. Yeah! Cool. Der war doch schon mal nice. Das kann ja nur er wieder sein. Oh. Waddle Dees Servicekraft. Dieser fleißige Aushilfskoch sorgt dafür, dass die Gäste des Waddle Dees Cafés auch immer schön satt sind. Leider lockte der Duft seines leckeren Essens nicht nur neue Kunden, sondern auch das Bestienrudel an. Doch jetzt, da das Café wieder aufgebaut wurde, brummt das Geschäft wie nie zuvor. Er hat zwar bloß vier Gerichte, aber ist ja nicht so schlimm. So, okay, guck mal her, hier den Kuchen hier, zack. Und den Hamburger nehme ich so mit. Okay, geil. So, hat das jetzt echt irgendwie... Oh, hat er nur... Na, da gar kein Prozent gebracht. Ja, schön, mit den Passwörtern machen wir auch noch. So, ich muss halt immer bei dem hier was leer kaufen. Der ist so teuer. Mann. Ich hoffe, der dauert jetzt nicht so lange, obwohl da stand auch halt, ich muss mir viele Sachen holen. Gib mal hier so... Oh, das ist ja so teuer, ey. Gib mal hier, so, kaufen. Danke, Mann. So, komm schon, Spieler. Vielen Dank, Mann. Ey, nee, siehste, da muss ich noch richtig ausrasten. So, Waddle Dee, was willst du denn jetzt haben? Nochmal, bitte. Hä, hey, hast du doch schon? Ey, stell ich hier eine Frage. Hier, nimm einfach hier. Lass das Geld drüber wachsen und dann ist alles... Vielen Dank, Mann. Ey, der ist immer noch nicht, ich bin immer noch nicht sein treuester Kunde. Ich schmeiß einfach alles weg, ey. Richtig übel. Ich hab halt kein Geld mehr. Waddle Dee, wie auch immer du wieder heißt. Servicekraft oder Mützen-Waddle Dee oder was. Ja, wie auch immer so einen komischen Schritt zur Seite geht. Also der Waddle Dee-Verkäufer. Noch kann ich bezahlen. Noch habe ich hier valide Mittel. Oder fluktuierte Mittel. Hier, zack, Gram. Hey. So, vielen Dank, Mann. Ey, komm schon, ich bin der Einzige, der hier eigentlich... Mann, wie das aussieht. Alles voll umsonst. Willkommen, ich wundere mich ein bisschen. Du kaufst immer dasselbe und schmeißt das immer weg. Das ist aber nicht die feine Englische. Das ist hier irgendwie so sehr verschwenderisch, Kirby. Ist mir doch egal. Ich bin wegen was ganz anderem hier. Yeah. Oh, Kirby, hast du einen Moment Zeit, bitte? Da du zu unserem treuen Kunden zählst, möchte ich dir herzlich danken und dir diese besondere Figur hier überreichen. Yeah, cool, Mann. So. Knacks. Oh, mit seinem Drinky, ey, der Waddle Dee-Verkäufer. Dieser geschäftstüchtige Waddle Dee besitzt seinen eigenen Itemladen in der Stadt und verkauft dort viele nützliche Items. Er beliefert auch das Waddle Dee-Café mit seinen herausgemachten Energy Drinks. Bezahlen lässt er sich mit Kirby-Burgern. Drei von ihnen für zwei Energy Drinks. Okay. So, sehr cool. Ganz behalten. So, hier irgendwie, ich die 10 zum Glück nicht dazu, dass man hier irgendwie die alle nochmal machen muss. Aber den können wir uns eigentlich auch nochmal angucken, ne? Wäre natürlich auch nicht schlecht. Das habe ich hier aus dem... Jetzt fehlt bloß noch eine Sache und das ist jetzt mit den Passwörtern. So, den haben wir jetzt. Sehr schön, den haben wir schön. Ja. Ja, einer fehlt noch. Den Passwörtern. Leute, inzwischen weiß ich aber auch dank euch, wo noch andere Passwörter sind. Es fehlen nämlich noch 3 Stück. Also es gibt insgesamt wohl 6 spieleigene Passwörter. Das eine ist natürlich das Tutorial-Passwort, ne? Und dann gibt es noch 5 weitere. So, das eine hatte ich ja hier... Zwar habe ich selber gefunden. Hier einmal genau hier. Thank you, Meta Knight. Denn hier oben Brawling Colosseum. Aber dann dank eurer Hilfe. Dankeschön. Und hätte ich mich tot gesucht. Weiß ich, dass es noch hier eins gibt? In Blumendings? In Blumen wird hier schon am Zaun? Dann rastet Elfelin aus. Hm, was haben wir denn da? Kirby de Gourmet. Oh, ist das ein versteckter Geschenkcode? Yeah, geil. Krieg bestimmt wieder Geld dadurch. So, denn auch noch richtig gemein. Ein Code ist tatsächlich, ja, erst relativ spät zu bekommen. Er befindet sich nämlich hinter der Kirby-Statue. Boah, was ist das hier? Hey, guck mal, Kirby, hier hinten steht ein Geschenkcode. Thank you, Kirby. Vielleicht ein Dankeschön von den Waddle Dees? Ja, klar. So, und der letzte Code, der noch fehlt, der ist tatsächlich im Kino. Da waren wir auch schon lange nicht mehr drin. Ich geh mal kurz gucken. So, wie... Alter, ist richtig was los inzwischen.
Ja, das ist ja cool. Hallöchen, na? Willkommen im Waddle Dee Kino. Ausgezeichnetes Timing. Wir haben einen neuen Film im Programm. Also, was möchtest du dir gerne ansehen? Na, ich müsste ja eigentlich alle haben, ne? Alle Filme. Das ist richtig cool hier. Boah. Ach, schön die ganze Introduction und so weiter. Alles klar. Ja. Des Königs großer Moment. Die Traumentenentdeckungstour. Naja, schön. Alles neu. Ey, noch nicht einmal hier gewesen, ne? Hier der Abspann. Dann der Bonusabspann. Ey, was man alles erlebt. Es fehlen noch zwei Filme! Warum? Na okay, das ist natürlich jetzt, warum fehlen noch zwei Filme? Okay, dann ehrlich, müsste ich immer ins Kino. Schau ruhig mal wieder vorbei, weil das ist übrigens auch sehr, sehr süß gemacht. So, dann muss ich erstmal gucken, denn ist noch hier ein Passwort bei den Zeitschriften. Richtig gemein, ey. Oh, auf diesem Flugblatt steht etwas Seltsames. Kirby Story. Das muss der versteckte Geschenkcode sein. Ja! Sehr schön, damit müsste ich alle haben. Kirby Story. Alles klar, sagen die noch irgendwas hier? Hey Leute, hallo. Wie ist der Film? Oh, der Film ist richtig super. Gön. Oh, so viele Filme. Welchen sollen wir uns denn ansehen, Kirby? Ja, Moment mal, ich muss aber die Passwörter eingeben, um das Set frei zu haben. So, dritte Stunde. So, ich glaube, das schneide ich euch ein bisschen zurecht, ne? Weil es ja immer doof, die ganzen Passwörter einzugeben. Ja, vielleicht reizt es mir auch, bis ich die Figur habe. Ah, nee, komm. Die spielintern gebe ich gerne so ein. Aber ne, nicht vergessen, hin und wieder hat auch mal Nintendo einfach online irgendwelche Codes über ihre Social-Media-Kanäle veröffentlicht. Aber bisher waren das immer nur so, ja, Essen und Geld, ne? Aber ne, wobei, einmal gab es auch einen, also bisher, ne? Bisher, gab es aber auch einmal so einen seltenen Sternstein. Aber da man die sich eh farmen kann, naja, bin ich da jetzt nicht so hinterher. Genau, hier war das allererste Passwort. First Passwort. So, Typi. Na, Kirby, hast du einen Geschenkcode gefunden? Dann gib ihn doch bitte ein. Manchmal werden die auch online bekannt gegeben. Ich nutze mal ihn. So, nach Geschenken. So, alles klar. Bitte hier Geschenkcode eingeben. Ja, Stift gezaubert. Ich mache mir erstmal Kirby Story. Prima, der Code ist gültig. Dein Geschenk ist unterwegs und sollte bald vor deinem Haus liegen. Kirby Story. Alles klar, es hat geklappt. Ich glaube, es ist einfach bloß Geld, oder? So, ich musste den mal erst abholen. Oh, yeah, Geschenkcode drauf ein. Kirby Story. 300 Münzen, sehr schön. So. Nur Geld. Naja, okay, gut. So, dann mach ich mal weiter mit den Codewörtern für, ja, Thank You Midnight, Thank You Kirby. Das ist das Einfachste. So, na, hast du noch mehr hier? Ich will eigentlich nur deine Statue haben. Okay, gut. Nutzen, alles klar. Busch. Los, Kirby, gib mal ein hier, ne? Ready! Yay! Auch der Code Thank You Kirby ist korrekt eingegeben. Ja, komm, die werden doch wohl Kirby richtig danken, oder? Wenn dir das nicht ordentlich Zaster gibt. Warte mal kurz, Kirby! Ich habe noch ein weiteres Geschenk für dich. Und das bekommst du von mir höchstpersönlich. Weil du den Waddle Dee Lieferservice so fleißig in Anspruch genommen hast, solltest du diese besondere Figur erhalten. Yay! Yeah. Cool! Knacks! Oh, da ist er. Der Waddle Dee Bote. Dieser pflichtbewusste Bote arbeitet für die Waddle Dee Lieferservice-Firma und liefert in Windeseile nützliche Items bis an die Haustür. Auch wenn Kirbys Handschrift das Lesen des Geschenkcodes oft recht knifflig macht, so gibt der Waddle Dee Bote stets sein Bestes, um die Lieferung zuzustellen. Der bewegt sich doch ja nicht. Das Paket erscheint immer wie durch Zauberhand. Aber cool, haben wir schon die Figur. Sehr geil, damit ist die Serie 1 komplett. Meine Güte, Kirby, dein Verkauf ist ja richtig so rund wie du. Oh! Guck mal, da gab es sogar auch mal wieder so einen Stern dazu. 1000 Münzen. Cash angecashed. Oh Mann, nice. Immer noch immer ganz wichtig, dass man den Code auch wirklich komplett in Großbuchstaben eingibt. So, wir haben immer noch nur 96%. Mann, es fehlen so viele. Aber hier, oh, Serie 1 ist komplett. Alles auch schon vorgelesen. Serie 2 haben wir ja auch schon vorgelesen, ne? Bloß Serie 3 eben noch nicht. Muss ich auch mal gucken, weil ich euch die nochmal... Ja, müssen wir eigentlich die eine nochmal euch schön vorlesen, ne? So, okay, gut. Aber da haben wir noch ein paar Passwörter, Leute. Wir müssen noch Meta-Night-Danke sagen. Muskel, mach mal hin hier. Ja, ich muss erstmal wieder online mich verbinden. Das dauert und dauert. Mann, ey. Perfekt, Alter. Code ist auch gültig. So. Jetzt hau wieder ab. Dass er zu meinem Haus liefern muss. Ey, das Haus ist 2 Schritte entfernt. Da kannst du mir einfach so in die Hand geben. Den kann ich auch tragen mit meinem Mund. Saug einfach ein. Und dann stup. Yeah. So, kommen noch KP übrig? Nein, Evelyn, bleib doch mal ruhig. Alter, Thank You Meter, dein bringt einfach 3 Sterne. 3 seltene Stones. Was? Jetzt, Kirby, kannst du doch einsammeln. Was soll das denn? So, alles klar. Ach, nice. Sehr schön. So. Freut er sich. Okay, alles klar. So.
Zwei haben wir noch. So, dann gibt's halt noch hier. Dann gibt's noch das Kirby Gourmet, Alter. Ne? Und erstmal Brawling Colosseum. Aber wie der doch mal war. Gib schon einen Kirby, du. Hallo, du. So, bitte einmal unterschreiben. Hehe. Na, kein Thema, Mann. Dieser Code ist auch gültig. So, Mann, ey, Kirby, einer von der schnellen Sorte hier beim Schreiben. So, und dann fehlt bloß noch ein Passwort. Und dann haben wir alle regulär im Spiel befindlichen Codes eingegeben. Oh yeah. So, und was gibt's diesmal? Oh, Brawl in Colosseum war korrekt. Ja, schön, 500 Münzen und Angriff plus 1. Naja, okay. So, ich kann da mal kurz hier das gut. Tempo plus. Und das eine sammelt, alles klar. Jetzt ganz schnell, Leute. Letzte Passwort. Das war Kirby. The Gummy. Hey, Kirby, hast du vielleicht einen neuen Geschenkcode oder so? Ja, hab ich doch. Der letzte Code. So. Okay. Kannst du das Brett auch gleich draußen lassen eigentlich? Naja, egal. Na, sieh mal einer an. Der letzte Code aus der Stadt ist auch gültig. Dein Geschenk ist schon zu Hause angekommen. So, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt nötig war, ne? Aber wir haben ja die Figur dafür bekommen, alles klar. So. Top Speed Kirby. So. Oh, nochmal ein Sternding, Alter, und ein Kuchen. Okay, seltener Stone. Geil, ich freue mich so. Boah, 10 Stück haben wir jetzt. Einfach so, ne? Wie gesagt, die kann man ja farmen. Also alles gut. So, eine Power-Up lasse ich mal. So. Dann, ja, weiß ich jetzt gar nicht, Leute, ich habe noch ein bisschen was auf dem Schirm, aber ich glaube, ich würde jetzt eigentlich für den heutigen Part noch weiter mit euch die Figuren vorlesen, die wir noch nicht hatten. Und dann habe ich noch beim nächsten Mal, ja, es gibt ja noch einen weiteren Hallraum und so, will ich euch auch noch alles zeigen. Aber gut, jetzt erstmal hier, wartet. Das ist doch wunderbar. So, Serie 3. Alter, da fehlt ja richtig viel, wir hatten da richtig wenig. Aber gut, Schlaf. Oh, lasst mich schlafen, bin müde. Noch eine Minute, bitte. Oh, will noch ein Weilchen liegen und ein paar KP wiederherstellen. Bleistiftbohrer. Diese Bohrer-Variante taugt zwar nicht zum Schreiben, hat es dafür aber ganz schön in sich. Denn mit ihr kannst du auf dem Boden schnellen Bleistiftraketen abfeuern. Aus dem Boden schnellend. Und der Eisbär-Eis. Diese Spezialpower verleiht eisige Kräfte und einen echt niedlichen Hut. Stoße kalten Wind aus und erschaffe so eine Armee aus Eisbär-Schneemännern. Eine coole Sache. Boah, Drachenfeuer auch sehr, sehr cool. Nutze die Kraft des legendären Drachen. Verwandle dich in einen Flammenwerfer, in dem du springst, angreifst und durch gedrückt halten des Knopfes durch die Lüfte gleitest. Der Automat. Okay, gut, der hat nichts weiter. Aber der Stopfer Kirby, ey. Der kann er sich auch mit Automaten vollstopfen. Mit den darin enthaltenen Dosen lassen sich prima Gegenstände abschießen und Hindernisse durchbrechen. Um länger feuern zu können, lohnt es sich, Dosen wieder aufzusammeln. Ja, die ein paar bleiben mehr liegen, ne? Die Treppen. Alles neu, ey. Mit ihrer Hilfe werden selbst schwer zu erreichende Orte zugänglich, doch in der Not lassen sie sich auch zweckentfremdend und zum Plätten von Gegnern nutzen. Naja, das Rohr kennen wir, Stopfer Kirby kennen wir. So, aber die Hebebühne noch nicht in Verbindung mit Kirby. Gestreckt oder zusammengefaltet kann Kirby Items erreichen oder Angriffen ausweichen. Ist er gestreckt und spuckt die Hebebühne aus, erreicht er selbst hohe Plattformen. Ist doch cool. Das Wasserrohr, Wasserballon. Mann ey, nach einem kräftigen Schluck aus einem Wasserrohr spült Kirby verdreckte Wege frei und kann so sein Abenteuer fortsetzen. Selten hat sich ein Putzfimmel so bezahlt gemacht. Ah, die Figuren ey. Na, immer wieder schön. Der Bogen und natürlich auch die Vollstopffähigkeit. Diese Gestalt ermöglicht es ihm, durch die Lüfte zu gleiten. So gelangt er durch enge Passagen und kann mit einem Schraubenangriff Gegner ausschalten. Na dann, guten Flug. Oh, gefangener Elfelin. Gefangener... Ach, Elfelin, du bist ein Typ? Ups, sorry, ich dachte, weil du siehst so süß aus, habe ich gleich jetzt... Ah, da ist er wieder, ja, der Marcel wieder, ne? Nur weil jemand süß aussieht, ist er gleich wieder weiblich, ist schon klar, ne? Ja, ich bin halt ein alter Schovi, was soll ich machen? Okay, Elfelin ist also ein Er. Elfelin wurde von König Dedede nach der Schlacht auf der Winterkuppe gefangen genommen. Anstelle von Elfelins fröhlichen Ratschlägen erfüllt nun bedrückende Stille die Luft. Ach, Kirby, sei nicht traurig. Echt mal. Oh, der Urkleffi. Die Origini-Wüste gilt als Geburtsstätte des Bestienrudels. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die dort ansässigen Kleffis noch viel wilder als ihre entfernten lebenden Cousins sind. Und auch in jeder Hinsicht gefährlicher. Ihre Vorfahren wären bestimmt stolz auf sie. Mhm. Oh, Mumbis. Ja, Ursprungs Janssens alte Kirby-Gegner. Richtig alt. Totempf. Pfahl, meinst du? Die Nibbelnatter kennen wir schon. Pacto.
Alles klar. Oh, giftiger Quaxicum. Dieser riesige Frosch ist vollständig mit ekligen und klebrigen bedeckt. Sein schmieriger Überzug schützt ihn vor Angriffen jeglicher Art, kann aber mit Wasser auch abgewaschen werden. Unter der Schicht verbirgt sich eine zarte und verwundbare blaue Haut. Und das völlig Kosmetik. Und das völlig ohne Kosmetik. Die dummen Sprüche, ne? Allein dafür lohnt es sich manchmal echt zu lesen. So, oh, der Nudi, mit dem wir die Schlaffähigkeit bekommen. Kurori. Oh, Kirby-Bastelei. Das ist auch cool, dass man das einfach bekommt. So, die Elfelin-Bastelei. Darf natürlich auch nicht fehlen. Tanzpartner-Bastelei. Ja, alles von dem komischen Gürteltier. Die Eidechse ist noch neu. Schneeskulptur. Alles ja keine Seltenheit. Der Lehmblock. Lehmblock. Okay, die sind aus Lehm. Kennen wir schon. Lautsprecher. Kennen wir schon. Der Ziffernring. Ja, nicht nur Eisenring. Man kann auch mit dem Zifferring sich vollstoppen. Eis. Schoko-Eis am Stiel. Ein Steak. Fleischkeule, das hatten wir alles noch nicht. Spiegeleier, Reisbällchen, Baguette, eine Milchtüte, einfach von dem Scheiß, ne? Kaffee, schwarzer Kaffee noch dazu, nee, Pudding. Boah, Sternenmünzenhaufen haben wir auch schon. Der Energy Drink, HP Plus, Angriff Plus, Tempo Play, von jedem Scheiß. Gibt's halt eine Figur, ne? So, haben wir schon, haben wir schon. Alter, königlicher Erzfeind DDD. König DDD traf kurz vor Kirby und seinen Freunden in der neuen Welt ein. Er scheint mit dem Bestienrudel gemeinsame Sache zu machen. Aber muss er deshalb mit dem Wadedi so hart umspringen? Sein neuer Look ist inspiriert durch den Stil seiner neuen Freunde und erscheint stärker als je zuvor. Und da Tanzpanzerbestie Gürteltor. Gürteltor ist ein begnadeter Tänzer, solange er sich dabei im Kreis drehen kann. Als nachtaktives Tier kann er prima im Dunkeln sehen. Obwohl er für seinen Boss etwas Wichtiges beschaffen soll, schleppt er nur Schrott an. Aber was genau war es noch gleich? Etwas Kleines und Schwebendes? Naja, Elfinnen sollte ich doch grabben, oder nicht? So, und damit sind wir schon bei dem vierten Dings. Das Meta Knight Schwert. Das nicht zu unterschätzende Meta Knight Schwert. Springe während Schwertrutschern und greife an für einen Empor-Kalibur oder feuere bei vollem KP Mondschüsse ab. So, ey, guck mal, Alter. Aber mir fehlen hier jetzt noch 4 Figuren, dann müssten wir auch alle haben. Ich glaube, die sind aber alle im Zusammenhang mit dem Turnier. Geht ja gar nicht anders. Geht ja wirklich nicht anders. Warte mal, ich kann ja mal kurz gucken. Hier jetzt, zum Beispiel hier. Hä? Diese Figur hältst du, indem du das, ja, komplett meisterst. Das ultimative Set. Alle Filme im Kino freischalten. Ja, okay, na, das ja, hat mit dem Turnier zu tun. Ich glaube, das hat alles damit zu tun. So, dann würde ich auch mal die restlichen neuen Sachen erstmal noch lassen und die beim nächsten Mal auch nochmal schön zu Ende, mäßig zu Ende bringt, vorlesen. Okay, alles klar. Ja, ich bin wieder super schnell. Leute, ich glaube, ja, das Turnier soll halt ein ganz eigener Part werden. Ich glaube, wir gucken uns beim nächsten Mal noch ein bisschen weiter um. Ich zeige euch nochmal ein bisschen was. Vielleicht probieren wir auch nochmal das Ding da. Oh, ich kann die Menge sogar von hier aus hören, ey. Geil. Ja, ich spiele das oder mal, ist okay. Probier ich auch einfach mal aus. Ja, damit ich angeben kann. Aber schaffen wir es bestimmt nicht. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal nochmal wieder. Kann ich nicht eigentlich zu Meta Knight hoch, sag mal? Kann ich mit ihm reden oder sowas? Ah, nee, sind unsichtbare Wand. Toll. Macht ja nichts mehr. Bereitet sich auch schon so auf sein Turnier vor. Aber gut, nee, Leute. Flop. Ich habe immer noch nur. Ey, die gibt's doch nicht. Richtig wenig Prozent. Vielleicht hat das doch damit zu tun, dass noch 4% und es fehlen noch 4 Figuren. Aber halt aus der Serie 4. Leute, freut euch auf den nächsten Part. Wir machen nochmal ein bisschen Kleinkram. Und dann denke ich mal, ja, noch ein extra Part fürs Turnier. Aber seid hoffentlich noch gespannt und seid bei mir. Bis zum nächsten Part von Kirby und das Vergessene Land. Wir sind ja wirklich bald schon durch. Ciao!